Heute wollen wir uns mal mit einer Frage beschäftigen, wo ich mich immer aufrege, wenn es verwechselt wird. Gewaltenteilung. Exekutive, Legislative, Regierung, Parlament. Für viele oft alles dieselben Politiker, aber eigentlich doch wichtig und anders. Ja, das Wort Gewaltenteilung. Die meisten Leute sagen, ach, ist doch wieder nur so eine politische Erfindung. Nein. Gewaltenteilung ist wirklich der Kern dessen, was unsere Demokratie ausmacht. Und ich glaube, was auch Fortschritt ausmacht. Weil nur wenn nicht einer alles machen kann, was er will, und wenn auch nicht sozusagen zwei darum kämpfen, dann funktioniert es. Okay, wir wissen das. Es gibt Exekutive, Legislative, Jurisdiktion, Regierung, Parlament, Gericht. Wie versteht ihr, wie verstehen Sie in dem Zusammenhang eigentlich Politik? Denn da ist zwar der Bundesadler, die berühmte fette Henne, aber das ist das Symbol des Parlaments. Und es ist nicht dasselbe wie der Adler der Regierung. Und dann kommen Sätze, die man nicht so mag. Da gibt es Sätze wie, die Regierung hat das Gesetz beschlossen. Eine Regierung beschließt kein Gesetz. Sie beschließt Gesetzentwürfe. Haarspalterisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man das nochmal klar machen muss. Zentral ist das Parlament. Und oft wird dabei vergessen, wer stimmt eigentlich über Gesetze ab? Wer ist am Ende entscheidend? Da wird dann ein Kohlekompromiss gemacht und dann wird so getan, als sei das schon Gesetz. Da sagt die Regierung, das ist das, was wir beschlossen haben und das Parlament darf das nicht ändern. Dabei ist es das Parlament, wo die Diskussion stattfindet, wo ich am meisten Transparenz habe. Dabei ist es das Parlament, wo dann das Für und Wider gesehen wird, wo Anhörungen stattfinden und. Und da sind auch Leute wie jemand, der jetzt hier mal zu mir kommt. Johannes, komm mal her, komm mal her. Moin. Moin. Also Hamburger kann man schon kennen, Johannes Kahrs, Chefhaushälter der SPD, also fast so gut wie der Chefhaushälter der FDP, nee, Spaß. Johannes, Verhältnis Exekutive, Legislative, ich glaube, irgendwo für dich auch etwas, was dich manchmal auch nervt, dass man meint, die könnten in der Regierung immer machen, was sie wollen. Das ist angestelltes Personal und am Ende entscheidet das Parlament. Hast du aber nicht manchmal das Gefühl, ich meine, ich habe es ja auch in der Regierungszeit erlebt, auch als Haushälter, es bedarf dann aber auch eines Zusammenhaltens des Parlaments, weil sonst kommt doch der Druck und sagen, hey, du musst nach Parteilinie abstimmen. Erstens muss man das Parlament zusammenhalten, aber zweitens muss die Regierungskoalition auch den Arsch haben, was gegen ihre eigene Regierung durchzusetzen. Ja, würde ich dir zustimmen. Jetzt kommt nur das Interessante. Hat es nicht auch was dann damit zu tun, dass wenn sie es mal tut, dass dann Opposition oft dann sagt, ach guck mal, die streiten sich, obwohl sie eigentlich sagen müsste, die Chance ist doch da, dass wenn Legislative sich da durchsetzt, wir als Legislative auch als Opposition mehr zu sagen haben? Ja, aber das gehört ja zum Spiel dazu. Die Opposition wird ja selten den Regierungsfraktionen zustimmen. Das ist bei euch nicht der Fall, das ist bei uns auch nicht immer der Fall. Wenn du jetzt überlegst, so dich so siehst in den nächsten Jahren, Legislative, Exekutive? Immer Legislative. Ich habe keinen Bock auf angestelltes Personal, ich bin lieber freischaffender Abgeordneter. Und da sagt noch mal einer, ein Parlamentarier ist nur ein Parlamentarier. Ja, wir stehen jetzt in einem Gebäude, das wichtig ist für die Legislative, im Paul-Löbe-Haus, wo die Ausschüsse sind. Und hinter uns, das im hellen Lichte, man fragt sich warum, das Kanzleramt. Viel wichtiger aber ist der Mann neben mir, Michael Link. Michael, du warst eine Zeit lang, man könnte das so sagen, ein Zwitter zwischen Exekutive und Legislative. Vielleicht sagst du mal, was du gemacht hast. Naja, Zwitter ist so eine Sache. Man hat aber im deutschen System beide Hüte auf. Es gibt parlamentarische Staatssekretäre oder Staatsminister, wie sie im Auswärtigen Amt oder im Kanzleramt heißen. Hört sich schicker an, Staatsminister, ne? Hat man aus diplomatischen Gründen gemacht, ist aber nichts anderes als ein Staatssekretär. Aber ein parlamentarischer braucht ein Mandat. Mhm. Er muss das Parlament sein, denn er muss den Minister im Parlament vertreten. Er ist also eigentlich offiziell gar nicht der Stellvertreter des Ministers, aber er vertritt den Minister im Parlament. Deshalb ist das Herz und der Kopf letztendlich doch immer Parlamentarier. Ja. Nun sitzt du dann im Plenum auf der Regierungsbank. Ja. Da darfst du nicht applaudieren, du darfst nicht abstimmen. Ja. Manchmal die Lösung dann, jetzt stehe ich auf und gehe mal kurz in meine Reihen. Also man kann immer aufstehen und in die eigene Reihen gehen. Man hat ja zwei Plätze und das ist natürlich schon ein Vorteil. Ja? Also man hat zwei Rollen, man hat zwei Hüte. Man muss aber immer sehr genau einen Kompass haben und dementsprechend ist es, sage ich auch ganz ehrlich, manchmal schon nicht so ganz einfach, sich den Applaus oder auch eine Kritik auf der Regierungsbank zu verkneifen. Aber man kann ja aufstehen und kann sich dann rübersetzen und von drüben dann sozusagen von der Parlamentsseite auch applaudieren. Aber wichtig ist, zwei Rollen. Im Grundgesetz auch so angelegt, aber es muss ein politischer Kompass sein. Wir sehen doch gerade in Großbritannien, wie wichtig es ist, dass es ein Parlament gibt, das nicht einfach sozusagen ein Abnickverein ist. Wir müssen aber auch sehen, dass wenn Abgeordnete sich gegen
die eigene Regierung ein bisschen wehren und versuchen, Dinge, Gesetze besser zu machen, dass das dann nicht direkt ein Chaos, eine Katastrophe oder sonstiges ist, sondern Wahrnehmung von Demokratie. Denn eines ist doch klar, ein Parlament, das nur noch abnimmt, ist ein Parlament, wo der Bürger, die Bürgerin, der Otto-Normalverbraucher kaum noch Einfluss nehmen kann, weil im Zweifel, die stimmen ja sowieso ab, wie die Regierung das will. Also, nehmen wir Gewaltenteilung als etwas Gutes, schauen uns aber immer genau an, wer ist es jetzt, der da versucht zu entscheiden? Ist es die Regierung? Ist es das Parlament? Naja, und wie das so ist, wenn man wechseln muss zwischen der dunklen Exekutivseite und der hellen Legislativseite im Plenum, das sehen wir jetzt hier. Wer stimmt dagegen? Jetzt ist die Mehrheit. Jetzt ist die Mehrheit. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Und wer stimmt dagegen? Tja, jetzt ist es aber. Ja, jetzt machen wir nicht doch mal so ein Theater, oder? Das kann weiter werden. Das ist schon peinlich. Das ist schon peinlich, dass die Regierungsfraktionen hier nicht die Mehrheit sichern können. Ne? Das ist ja wirklich. Heiko, eigentlich Ihre Stimme gibt es hier. Also, es hat schon eine gewisse Ironie, wie hier Mehrheiten organisiert werden.